Schlitz kann spielen, aber nicht schön. Böll in Richtung Kawabe. Es geht sehr schnell in die Mitte. Jetzt Dadaschow könnte abziehen. Dadaschow macht sie. Dadaschow zieht ab. Goal! Und so geht es nicht in Führung, aber es ist. So schön wie das natürlich ist, ich habe es nicht erwartet. Also, nein. Also vorbei, Momo in die Mitte, Momo! Schussball! Hayo, Schabab! Durch an der Seite auslässt, bringt er in die Böllen in die Mitte, dort wird er einmal durchverstummt. Also, der Rekordmeister zeigt, was er kann, was sie eigentlich eine Mannschaft sind, einen guten Kern haben und es wird jetzt auch. Morandi, Ball wird vorerst abgeklärt. Kawabe in die Mitte, Goal! Goal! In die Mitte und dann ist unser Peter Pusic nach langer Abwesenheit unsere Farbe wieder erzielt. Nach der Covid-bedingten Langzeitabwesenheit und da. Le coup de pied arrêté. C'est confus, c'est très confus et c'est l'ouverture du score pour Grasshopper. Il est lorsqu'il affronte Lugano. On revoit cette scène sur cette passe. Évidemment que messieurs Tchoudi. Dadaschow hoch probiert, den Böller zu klären. Jetzt mit Kawabe. Schöner Ball auf das Gitter. Hinter Tabir kann rennen. Das war unfassbar gut. Eigentlich die zwei. Rino Dadaschow. Hey, Kawabe. Ja, Kawabe! 1:0 für den Grasshopper Club. Hey, Kawabe aus. Zum 1:0 Renato in der eigenen Reihe behalten und bucht 1:0 für GC. Jambo! Tief durchschnaufen. Boah, was? Mal schauen, was daraus passiert. Freistoß Kawabe, flach hin und Goal! Und flach vom Kawabe und es ist der Dominik Schmid, der den Ball 1:0 für unseren Grasshopper Club Zürich. Ah, das tut ja. Nimmt aber jetzt den Weite. Zweite Pfosten, aber dort ist er gar nicht. Da geht es, bringt er wieder rein. Aber ich glaube, es ist ein riesen Goalie-Fehler. Probiert er einen Böll mit ins Spielen. Dann ist es aber nur noch der Kawabe. Und dann auf den Herz und der Herz jetzt. Ein riesen Fehler von Winterthur. Also, der hat eine Angriffsauslösung.